Willkommen Leute zu einem etwas anderen Mini-Special, was jetzt mal schön ist, damit eigentlich. Einen kleinen Abstecher. Ich habe mir gedacht, bevor wir einfach mal weitergehen, untersuchen wir die Welt auf ein paar kleine Schätze. Und hier wäre zum Beispiel einer. Da wird es dann auch versucht. Ein Lebensanzug von mir. Ich werde jetzt also ein wenig rumschneiden und nach weiteren Schätzen Ausschau halten, sodass ihr ein Gespür dafür bekommt, wo Schätze sind und das auch mal in Wahrheit sehen könnt. Also bis gleich beim nächsten Schatz. So Leute, und auch hier befindet sich ein weiterer Schatz für unsere Sammlung. Gleich links neben Simpleton. Genau der hier. Keine Ahnung, ob man ihn öffnen kann. Wir sehen's. Wir können ihn öffnen. Wir befinden also hier drin ein Häschenschwanz. Ole ole. Gut, dann bis dahin, wenn wir weiter was auch wohl. Lasst mich einen Moment was kurz gucken. Denn der Alchemiekiste war schon lange wieder fertig. Schon lange. Tja, da könnte in der Tat was machen. Das wird angezeigt, ob sie sagen. Nun gut. Das war's bis hierhin. Ich werde mich noch ein bisschen weiter umsehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. So, und auch hier wieder, liebe Leute, eine kleine Schatzsuche. Die habe ich euch ja schon mal beim letzten Mal gezeigt, als wir hier waren. In der Meierabtei. Ja, voilà. So, ich hab's abgeschossen. Und der Schlüssel passt nicht. Ja, sowas gibt's auch. Deswegen sollte ich es eigentlich später machen, aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt noch ein bisschen. Also hier ist immer noch diese eine Schatzsuche übrigens da drüben auf der Insel. Zwei mit einem Gegner. Aber naja, gut, darum kümmern wir uns dann beim später mal. Bis gleich. Tja, ihr habt euch bestimmt schon gedacht, aber hier ist natürlich auch wieder einer dieser wunderbaren Schätze versteckt. Ist hier. Genau da. Vorher allerdings eine kleine Kleinigkeit, die ich sehr toll finde. Ja! Okay, nein. Wir haben hier mal wieder, während ich am Rumrennen war, ein Ping gehört. Ich habe natürlich nichts gemacht dafür. Und wir haben jetzt ein paar Häschenohren hergestellt. Oh yeah! Deine Alchemiekünste verstärkt, verbessern sich ja. Wir haben hier noch ein Stückchen Käse. Ich habe beim Kampf gegen irgendwelche Pilze, habe ich diese Dinger hier bekommen, den Rotschimmel. Genau wie der Blauschimmel lässt er sich kombinieren mit Käse. Und Käse ist bekanntlich lecker und roter Käse bestimmt auch, also werden wir jetzt roten Käse erstellen. Ja, tatsächlich echt gibt es ja auch roten Käse, wenn man drüber nachdenkt. Warum sollte ich drüber nachdenken? So, wir nehmen die Häschen an. Ein lustiges Haarband, das mit ein paar kecker Hasenohren aufwartet. Wir geben das Jessica, weil das definitiv besser ist als ein Federhut, warum auch immer. Prinzip, ich glaube, alle haben. Nee, hier. Er hat überhaupt keine Kopfbedeckung. Somit ist unsere Party schon mal wieder aufgewertet und jetzt können wir uns dem Schatz widmen. Der nicht mal verschlossen ist. In ihr finden wir eine Fiole. Zauberwasser und wir sehen uns aber nächstes Mal wieder, wenn ich einen neuen Schatz gefunden habe. Bis gleich. Jojojo, Leute, auch hier befindet sich mal wieder ein super kleiner, knuffiger, süßer Schatz. Genau hier. Und zwar nicht auf dieser Anhöhe, sondern darunter. Das sieht man jetzt ein bisschen doof, aber ist so. Und hier befindet sich eine zugeschossene Schatzruhe. Wir schließen sie auf. Ein Stärkesamen befindet sich in diesem Ding. Ja, yeah, es hat sich also gelohnt, hier hinzukommen. Nein. Doch, ja, nein, vielleicht, ach, ich weiß auch nicht. Es ist ermüdend, aber ich mach das jetzt. Also bis gleich. So, Leute, und auch hier mal wieder ein kleiner süßer Schatz. Der befindet sich hier. Gegenüber, wenn man es sehen kann, da befindet sich auch einer. Aber da kommst du jetzt gerade nicht rein. Man findet hier einen Kettenpanzer. Hätte ich wahrscheinlich früher mal gebrauchen können, den habe ich mittlerweile, ja. Aber er ist da. Übrigens, natürlich mein Alchemiekessel immer wieder. Er hat sich auch zu Wort gemeldet. Oh, ich habe was gemacht. Hol mich raus. Hol mich raus. Ah, die schon bereit. Ich kann nicht kaum glauben. Ja, und bla bla. Du hast einen würzigen Käse hergestellt. Oh, yes. Wenn ich Alchemie könnte verbessern, dann ich den auch schon wieder an der Seite. Ich habe mir gesagt, komm mal, den würzigen Käse. Dö. Nur einfach nur, weil ich kann. Achso, der ist doch stark als ein starker Zweige. Ich irgendwas auf Anhieb, was ich jetzt gerne machen würde. Nein, eigentlich nicht. So, auf Anhieb sehe ich jetzt nichts extremst Tolles, was ich machen kann. Also, lass es erstmal. Ja, also, wie immer, bis gleich, wir sehen uns. So, Leute, es geht weiter. Wieder an dem Punkt, wo wir aufgehört haben. Ich werde jetzt anfangen,
Kämpfe rauszuschneiden, weil es einfach lange dauern wird. Aber da ich damit keine Erfahrung habe, gibt mir Zeit damit. Das könnte asynchron werden hinterher. Weiß ich aber nicht. Oh ja, Moment, ob ich noch eine Flasche frühchemische Stärke in der Beute. Wunderbar. Wunderbar. So eine Kugel. Und Schnitt. So, muss das irgendwie verlaufen, wenn ich mal den Knopf drücken würde. Moment, da vorne nur noch eine frühchemische Flasche. Die Kugel ist doch gut wert. So, Schaff, nun komm. So. Ich werde euch natürlich auch, ich werde versuchen euch ziemlich alle neuen Gegner zu zeigen. Und natürlich den Weg und die Level-Ups, aber ob es hinterher ein gutes Gesamtbild abgibt, werde ich ja in diesem Part ja mal sehen. Auf alle Fälle sind wir jetzt in irgendeiner Stadt. Keine Ahnung, wie heißt denn das? Hab ich von einem Hofland namens Tumegis gehört habe? Pah, als würde sich ein Hofland so eine trübselige Gegend feuern. Seht euch doch mal um. Die tragen alle schwarz. Hätte sich ein Hofner hier entwickeln lassen, wäre er aufgefallen wie ein kariertes Pferd. In den Brunnen! Funke. Findet einen Damenring und steckt ihn in den Beutel. Oh yeah. Das wird nochmal wirklich später. Beziehungsweise jetzt demnächst. Beziehungsweise, wenn es dunkel wird, das ist mir doch egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wenn es dem König nur wieder besser ginge. Das sind nun schon 2 Jahre. Wir müssen alle Trauerkleidung tragen und alle sind so trübselig. Das ist zum Verzweifeln. Genau. Dass hier Leute, irgendwelche random Leute reinkommen und Sachen kaputt machen, ist auch nicht viel besser. Aber so ist das nun mal. Ein RPG ist auch eine Mini-Reihe. Ich mag nicht mehr immer nur drin sein. Ich will auch mal draußen spielen. Ja, ich spiele. Ja, ich zeig nicht von hier, oder? Was versteckt euch denn ausgerechnet hier her? Ich will euch ja nicht zu nahe treten, aber ihr solltet wieder abreisen, so schnell wie möglich. Niemals! Moment, war das? Nee. Da war nichts. Aber durch dieses super kleine, knuffige Schatzjagd, die wir veranstaltet haben, habe ich natürlich eine Menge Gold grindert. Huh? Das hab ich noch nie gesehen. Wollt ihr etwas kaufen? Ach. Ja? Nun dann. Willkommen in meinem Laden. Womit kann ich euch dienen? Ein Kurzbogen für Angelo. Yes. Denn ich habe Angelo schon in der Art des Bogens unterrichtet. Und mittlerweile kann er den Schimmerfall. Und hier ein robustes, aus Stahl geschmiedetes Schwert, das Stahlbreitschwert. Warte, 2019. Aber von 68 auf 90 Angriffsstärke. Ja, aber auf alle Fälle wieder ein neues Schwert. Oh ja, das sieht doch mal richtig vernünftig aus. Ich hab Schwert, ey. Oh. Willkommen. Was kann ich für euch tun? Ja, ein Lederkleid für Jessica. Sieht aus wie nix. Bitte. Ein Bronzeharnisch für mich. Sieht aus wie ein Bronzeharnisch, den krieg ich. Ja, ja. Eisenküras für Genghis. Ja, steigert hier minimal die ganzen Werte, aber hey, im Endeffekt, je weniger es mir wehtut, desto weniger muss ich mich heilen und oh Gott, oh Gott. Ja, das ist schönes Geil. Ich muss wieder Gold farmen gehen, ich will es kommen. Oh Gott. Nein, ist mir egal. Dann gehen wir jetzt noch in dieses Haus gehen, schwächern und dann werde ich mich mal ein bisschen an Stein versuchen. Es war ja eine Zweikämpfe, aber das ist eine Bewährungsprobe für mich. Die Königin war schon klug und bejahen. Sie hat den König Halt gegeben. Wenn sie ihn jetzt sehen würde, würde sie ihm bestimmt sein, er soll dich zusammenreißen. Also die Königin ist gestorben. Verstehe. Oder sie hat sich scheiden lassen, ist gegangen. Falls die Königin das darf. Ich weiß es ja nicht. Da könnte ich was zwischen innen oder was. Ja, gehen wir erst ins Innen. Jetzt bin ich so voll, da laufe ich irgendwie so langsam. Oh Gott!
Mirke? Ist nichts? Das ist auch nichts. Aber dieses Tauwerk. Der König und die Königin haben oft in einem Gespräch vertieft im Park unserer Herberge gesessen. Ein so wunderbares Paar. Sie passten so gut zusammen. Okay. Merkwürdig, dass ihr euch zu einer solchen Zeit hier aufhalten wollt. Es liegt mir natürlich fern, euch davon abzuhalten. Willkommen in unsere Herberge, müde Reisende. Möchte ich hier übernachten und nur eine kleine Rast anlegen? Ja, müsste man was machen. Ja, ja. Denn dann kann ich jetzt noch etwas kleines, süßes. Eine Mini-Zeitfrist erledigen. Wenn ich mich hier raus teleportiere und die Dinge so fabriziere. Denn wir müssen wieder zurück nach Fairbury. Puh. Warum, werdet ihr jetzt gleich sehen. Nachher, ich werde vor die Stadt teleportiert. Ne? Oh. Die paar Meter! Die paar Meter! Ach ja, ist okay, ist okay, ich bin ja drin. Ja, drin, ist ja gut. Wir müssen jetzt hier lang. Und ins Gasthaus, denn da war eine Dame, die ja ihren Ring verloren haben soll. Ich denke mal, das ist ihr Ring. Allerdings, wenn ich die Frau jetzt ansprechen würde auf den Ring, wird er ihn nicht packen. Deswegen reden wir mit dem Mann, wenn die Frau am Schlafen ist. Kadrasha sagte, wir würden beide sehr unglücklich werden, wenn wir wüssten, wo der Ring ist. Das muss er mir an den Augen abgelesen haben. Er wusste, wenn sie es herausfindet, kommt es zu einer Riesenstreiterei zwischen uns. Vielleicht ist er ja doch kein Betrüger. Ach, was für ein Kuddelmuddel. Willst du ihn den Namen ringen, sagen? Jetzt. Somit zeigt dem königlichen Minister den Ring. Das ist der Ring. Aber wie kann... Nein, das ist unmöglich. Er sieht genauso aus wie der, den ich verloren habe. Ah, kann das nicht sein. Aber sag bitte meiner Frau nichts davon. Ich gebe euch das dafür. Du musst halt einen Weisheitssamen stecken in den Beutel. Ja. Für die ganze Aktion kriegt man einen Weisheitssamen, aber ein Weisheitssamen ist ein Weisheitssamen. Oh ja. Ich kann es einfach nicht fassen. Nach all der Zeit. Oh, Verzeihung. Meine Sorgen werden euch kommen und ein bisschen Futter. Okay. Ich bin zwar der Held, aber warum sollte ich mich um dich kümmern? Du bist es nicht wert. Ach. Nein. Wir werden uns also jetzt wieder zurück teleportieren nach Ascanta. Oh ja, dann hat den Namen sogar richtig im Kopf und ich hab's nicht. Warum? Wir werden uns dann in die Kirche begeben und werden uns dann wenig ausruhen. Und dann habe ich euch wenigstens ganze zwei Kämpfe erspart von dem gesamten Roadtrip, den ich, glaube ich, zur selben Zeit gerade hochlade. Ja. Aber nein. Nein. Ganz viele tote Menschen liegen hier. Ich sehe sie zwar nicht, aber sie können mich sehen, denn sie sind Zombies! Oh, so viele Bücher, so viele Bücher. Interessant. Da kann ich nicht. Auch uninteressant. Oh, interessant. Das ist ein Buch mit dem Titel Einführung in die Lederverarbeitung. Ein Feldsponcho. Ein Feldponcho ist ein kleiner Schutz von unschätzbarem Wert. Er schützt seinen Träger vor Hitze und Kälte gleichermaßen. Überdies ist der Schopper zierfähig und langlebig. Nachforschungen haben ergeben, dass Feldponchos durch die Kombination von zwei Arten von Tierfällen gestaltet werden. Kommentar entdecken, Leute. Zu den Alchemikästen. Ein Tierfeld ist ein Tierfeld. Ein Feldponcho. Yes. Science. Noch ein Buch. Das ist ein Buch mit dem Titel Wissenswertes über Steine. Ein Steinschutzschelm. Marmor. Mag albern aussehen, doch eins ist gewiss, als eine großartige Methode, euren Schädel zu schützen. Wenn ihr das kinderleicht zu machen, bringt einfach eine Steinlatte mit einem bestimmten Helmtyp zusammen. Und wahrlich, damit ihr eure Zeit nicht vergeuden. Ihr müsst entdeckt ein, was auf der goldenen Ecke mit dem einen Steinschutzhelm. Ergibt sich aus Steinartikus ein Hut. Gut, wir werden jetzt mit dem Priester hier sprechen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Was nachts werden die Herzen der Menschen überschattet von Erinnerungen, die oft dunkel und traurig sind. Der unendliche Kummer des Vikönigs erstickt in seinem bisschen letzten Winkel. Lass mich speichern, besser werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wieder blablabla, spät in der Nacht, sollte ich nicht aufhören. Wenn es wieder heißt, Let's Play Dragon Quest 8 mit mir, den Kommentator auf Wiedersehen, tschüss.